Oh, wieder aber zu Super Tux Card Add-ons. Und Chuck ist es jetzt irgendwie der kleine Bruder von Beastie oder wie? Mal so vergleichmäßig. Beastie? Also das Logo ist gleich. Das ist unkreativ. Hätten sie aber ein eigenes machen können. Selbst Blinky und Chinchilla haben ein eigenes Logo. Okay, Tux auch nicht wirklich. Aber ja, wir nehmen das Chuck und fahren eine Strecke. Obwohl, wir haben schon alle gehabt. Nehmen wir einfach mal Olivers Mathestunde. So. Wahrscheinlich auch von Beastie irgendwie entworfen, weil BSD drauf steht hinten für Beastie. Ein ganz netter kleiner. Teufel. Yeah. Okay. Also fahren ist es gut. Aussehen. Ja, ist okay. Als kleiner Teufel ist so wie Baby Mario. Bei Mario Kart ist halt so klein Beastie auf Ding. Das ist okay. Das ist okay. So, die Idee. Was ist die Idee? Die Idee, einen kleinen Teufel zu machen, ist eigentlich extrem unnötig und bescheuert, wenn ich ehrlich bin. Wieso verschwinden die Kugeln alle? Also, den Stern für die Idee gibt's nicht. Weil einen kleinen Teufel, ich meine, ein kleiner Teufel. Das war so unnötig, die Idee, sag ich mal. Aber den Fahrstil, der ist absolut gut. Und wenn man kleine Teufel mag, dann kann man auch super mit dem fahren. Zwei Sterne gibt's für mir für das, den Fahrstil und das Aussehen. Fahren wir noch die Runde zu Ende hier. Oh ja. Der Wendeweg. Wartet mal. Ich muss mal nochmal um die Ecke driften. Doch, ist absolut okay. Jetzt, ich bekomme alle Items, die ich haben will. Nein, ist okay. Dann würde ich sagen, tschüss, bis zur Part 005. Da seht ihr dann den nächsten. Wie gewohnt, kommentiert und studiert. Nein, kommentiert. Wie viele Sterne würdet ihr geben? Idee, Fahrstil, Aussehen. Bis bald, euer Zigarfreak.